Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich möchte das Platin-Video zu Conan nochmal machen, in der Hoffnung, dass ich es diesmal was schneller hinkriege und mich durch kleine Fehler nicht aus der... oder Bugs, besser gesagt, nicht aus dem Konzept bringen lasse. Wir fangen an, wir nehmen einfach mal einen Einzelspieler. Wir können jetzt hier einen Koop machen oder offline spielen. Wir machen jetzt offline. Wir holen jetzt alle Trophäen bis auf eine, wo man einen Koop-Partner für braucht. Da schneide ich denn dit hinten ran an dieses Video von meinem ersten Video. Wie ihr das bekommt. Wir nehmen einfach zivilisiert. Und ich hatte, wenn ihr mein erstes Video davon schon gesehen habt, ich hatte bei einer Trophäe Probleme, und zwar das mit dem Schmied, mit einem außergewöhnlichen Gegenstand herstellen. Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass das nicht hingehauen hat bei mir. Beim Blue haben wir das genau so gemacht. Bei ihm wurde auch nichts angezeigt. Er hat die Trophäe auch gekriegt, obwohl dann in dem Augenblick eine stellgestellt wurde. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo da der Bug ist. Weil wir ja da noch mal ein bisschen mehr abkürzen, wir lassen uns einen Schmied ja einfach so herstellen. So, wir nehmen männlich. Wir können hier einfach komplett weitermachen. Wir lassen den einfach so, wie er ist. Hier im Video können wir auch überspringen. Ich muss mir meine Liste nochmal aufrufen. Die Liste findet ihr auch wieder unten in der Videobeschreibung. So. Als erstes gehen wir dann erstmal hier hin und klettern. Haben wir Klettern schon mal abgeschlossen. So. Dann gehen wir mal auf Einstellung und weil sonst vergesse ich das Klettern wieder. Dann müssen wir uns den Admin-Modus hier aktivieren. Das ist ganz wichtig. Dann können wir da rausgehen. So. Und wenn wir uns jetzt hier die weiteren Trophäen holen, können wir hier gleich erstmal essen, trinken. Gott-Modus an, das und das an. Und hier gehen wir jetzt einfach mal Level 60 ein, um uns die Trophäen zu holen. Hat er das jetzt auch gemacht? So, anwenden. So. Und in der Zeit, wo wir hier jetzt Level 60 werden, gehen wir jetzt hier einfach mal hier hinten lang. Das ist nämlich wichtig für, ich weiß jetzt nicht, wie die Trophäe heißt, wo man halt ganz viel machen muss. Also mit dem Laufen, Springen und so. Da müssen wir nämlich Spuren einer Zivilisation finden. Und das ist hier am Anfang gleich ganz einfach machbar. So, flieg mal weg. Genau, zack. Und dann finden wir nämlich hier so ein Buch. Und damit haben wir dann das gefunden. Wir warten mal ab, dass der hier das noch zu Ende macht. So, dann können wir hier in Admin-Modus rennen. Wir müssen ihm nämlich auch noch was anziehen. So. Dafür nehme ich jetzt lautlos. Also es reicht eigentlich ein schwerer Helm. Ich habe mich verschrieben. So. Hat er jetzt alles an. Dann brauchen wir noch ein Schwert. Das ist ohne Trophäe.
So, Schwert. Habe ich mich wieder verschrieben. Schwert. So. Und da will ich von hier unten das Drachenschwert. Das finde ich ganz cool. Und da haben wir die Trophäe. Rüsten das auch mal aus. So. Dann haben wir hier das Nötigste erledigt. Dann gehen wir auf Karte. So. Springen wir dahin. Wir müssen nämlich noch einen NPC killen. Und ausweichen und treten müssen wir auch noch. Und das macht sich halt hier wirklich am besten. Wieso schleicht der jetzt nicht? So. Meine Rennen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo sind sie? Hier vorne sind eigentlich immer welche. Ist mein Inventar voll? Nee. Wie hat er gerade Probleme beim Rennen? Keine Sprintkosten, Geist. Das weiß ich, dass man hier welche findet, weil... Aber irgendwie rennt er nicht. Weil ich hier mein Dings, meine Hütte gebaut habe. Und zwar hier vorne. Ich springe nochmal direkt dahin. Und da sind wir ein Stück weiter, weil ich weiß nicht, ob wir die Trophäe mitbekommen, wenn wir hier uns den Gegner spawnen. Da ist er schon. Und ich mache das halt lieber mit den Gegnern hier. Weil hier haben wir dann Spuren von intelligentem Leben. Das ist nämlich auch noch, was wir brauchen. Und mit dem Ausweichen ist halt hier ein bisschen besser. Du bist überlastet. Warum bin ich überlastet? So. Und. You picked the wrong fight. So. Und dann will er treten. Haben wir gemacht. Dann haben wir den Schlag und den Schlag. Und dann haben wir das nämlich auch erledigt. Ich bin überlastet, aber warum bin ich überlastet? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ach so. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe vergessen, die Talente zu packen. So, Belastbarkeit. Zack. Präzision. Bewegung. Können wir ohne was dazu packen. Stärke und Überleben und so, das brauchen wir eigentlich nicht. So, und da ist es dann nämlich jetzt auch schon gesunken. So. Können wir den Ogre nochmal killen. So. Und da kriegen wir nämlich dann hier schon Steine, alles plündern. Wir könnten uns das jetzt natürlich übers Menü holen. Aber wenn wir hier denn schon die Steine haben, warum sollen wir sie denn verschwenden? Ne? So, jetzt gehen wir mal hier rüber. So.
Ich muss jetzt. Ich nehme mir jetzt erstmal eine freie Stelle. Da gehen wir am besten mal hier hin. Fürs Bauen und dass uns hier keiner in eine Quere kommt. So, und da haben wir hier eine schöne freie Stelle. Dann gehen wir ins Admin-Menü. Ich drücke mal die falsche Taste. Ins Admin-Menü. So, im Admin-Menü holen wir uns jetzt als erstes Fundament. Fundament. Und zwar nehmen wir dann dieses Fundament, drückt dabei L2, haltet L2 gedrückt und dann drückt ihr ein paar Mal X, dann wird die maximale, das Maximale hergestellt. Ich bin auch schon überlastet, das ist aber nicht schlimm, wir gehen ja nicht weg. Ach, falsch. Naja, dann bauen wir das halt jetzt erstmal. Das reicht eigentlich auch schon. Da haben wir eine Fläche. Wir brauchen kein komplettes Haus bauen. Wir können das dann hier rauslöschen mit Viereck. Haben wir. Weil wir brauchen den Platz. Wir müssen nämlich jetzt Werkbank uns holen. Wir brauchen, ich vergesse, hier unten brauchen wir die Werkbank des Schmiedes. Da reicht einmal X drücken. Und die vom Rüstungsmacher brauchen wir. Ich hole aber die anderen einfach mal mit, damit ihr das sehen könnt. Dann muss ich noch bei Ressourcen, weil wir ja Stein haben. Wenn ihr die Steine nicht mitgenommen habt, 5x Stein und 5x Ast müsst ihr mitnehmen. Das ist auch ganz wichtig. So. Und ein Bett müsst ihr euch herstellen. Also holen. Reicht doch das normale Bett aus und wir brauchen einen, was war das? Altar, genau. Altar. Altar, nee, Altar. Und dann nehmt ihr den zweiten von oben. Ymir. So. Jetzt nochmal gucken, ob wir alles haben. Wir haben ein Bett, ein Altar. Fundament haben wir schon gemacht. Werkbank haben wir. Ach, Rad des Schmerzen brauchen wir auch noch. Genau. Dann könnt ihr euch alles mit ihnen mal holen. Bei Rad der Schmerzen reicht auch das ganz normale Rad der Schmerzen aus hier. Und wir brauchen auch noch eine Keule. Eine Keule brauchen wir auch noch. Dann nimmt er einfach die Stahlkeule. Einmal reicht aus. So, dann können wir das Bett. Das müssen wir hier einmal ablegen. So, gibt es auch schon die Trophäe. Wir müssen es auch einmal benutzen. Das ist auch wichtig. Wie ihr jetzt hier gerade gesehen habt, wenn ich hier so anklicke. So, dann brauchen wir die Schmiede. Die packen wir uns mal hier drüben hin. Dann brauchen wir diese Werkbank. Ich packe die mal hier oben so nebeneinander.
Ihr braucht im Prinzip nicht alle. Ich mache das nur zur Sicherheit. Dann können wir das nämlich hier alles wieder rauslöschen. Wir brauchen den Platz. Ach, falsch. Den Avatar. Ach, Avatar Altar noch. Den stellen wir uns einfach mal hier hin. Da gehen wir auch einmal ran und dann gibt es die nächste Trophäe. So. Haben wir. So, dann können wir. Das alles löschen, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Keule brauchen wir. Rad der Schmerzen müssen wir auch gleich noch machen. So, Rad der Schmerzen packen wir jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Also dahin. Dann die Keule. Dahin. Da, so, dann haben wir das. Dann machen wir das Rad der Schmerzen dahin. Die Keule müssen wir ausstatten. Dann geht ihr auf Einstellungen. Dann Serveroptionen. Dann auf Überleben. Nee, Kampf war das. Kampf. Und hier macht ihr den Schadenmultiplikator, macht er auf 0,1. So. Dann haben wir das hier schon alles vorbereitet. Dann holen wir uns hier mal jetzt die Menschen her. Dafür geht ihr jetzt wieder in den Administrator, ins Administrator-Menü. Einmal hier rüber auf NPC-Spawn. Und dann macht ihr hier unten einfach mal einen Haken rein. Da unten, wo ich jetzt drauf bin. Und dann gebt ihr oben 4 ein. So. Und jetzt müssen wir gucken. Ich habe mir das hier irgendwo aufgeschrieben. Blackhand. Blackhand. Da haben wir es. Und das ist genau Cimmerian. Das. Den müssen wir jetzt einmal herstellen als echten Mensch. Ich stelle mir aber hier noch die anderen als Leibeigenen hin, weil bei mir manchmal nicht so richtig hinhaut. So, weil wir brauchen den passenden Schmied. So, und den stellen wir einmal her. Der spawnt dann hier auf. Wir können dann gleich aus dem Atmen-Menü raus. Und da das jetzt ein Zimmermann ist, hat er da so einen blauen Balken drüber, nicht nur rot. Und den müssen wir jetzt so weit betäuben. Achso, ich habe noch die Lederbänder vergessen, aber die holen wir uns gleich. Das ist rucki zucki. So, jetzt ist er betäubt. Jetzt gehen wir wieder ins Admin-Menü. Das hatte ich nämlich vorhin noch vergessen. Da gebt ihr dann einfach Leder ein. Leder. Und dann auf Ausrüstung und dann bekommt ihr die Lederfesseln. Reicht einmal. Die sind dann auch gleich da. Die machen wir dahin. Und dann rennen wir hier zum Rad. Ran. Müssen wir kurz warten. Bumm. Nächste Trophäe. Fertig. Dann können wir das hier weglegen. So. Jetzt kommt das mit dem Schmied. Dafür müssen wir einen Gegenstand herstellen, wo... Scheiße. Außergewöhnlich oder, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, außergewöhnlich oder makellos dasteht. Dafür müssen wir jetzt einen hier reinmachen. Normalerweise kann man sich den denn so herstellen, wie ich es gerade gemacht habe, muss dann hier Haferbrei drin machen, muss den anfüttern und so, dass er ein Leibeigener wird. Aber weil wir den Haken gesetzt haben und uns erstmal welche hergestellt haben, können wir jetzt hier raufklicken
Und dann nehmen wir dann einfach hier so einen Schmied. Und da sagen wir dann einfach zuweisen. Damit ist der dann zugewiesen. Hier ist er drinne. So. Und wir können jetzt hier natürlich noch nichts herstellen. Seht ihr ja. So, wir wollen aber irgendwas herstellen. Was brauchen wir hier? Stahl. Können wir nichts herstellen. Seht ihr das? Für alles brauchen wir irgendwas. Und die Sachen, ihr sucht euch jetzt einfach aus, irgendwas, was ihr braucht. Und dann holt ihr euch das. Wir nehmen uns einfach jetzt mal was Einfaches, wo wir nicht so viel brauchen. Hier ein paar Äste. Hier. Stahl. Wir nehmen jetzt einfach diesen makellosen Streitkolben. Dafür brauchen wir 12-mal Stahl. Glänzendem Stahl sogar. Okay. Ihr müsst dann aber auch wieder da rausgehen, weil wenn ihr von da aus gleich ins Admin-Menü geht, könnt ihr dann nichts eintragen. So. Dann gehen wir hier ein. Hoppala. Stahl. Gehärteter Stahlbahn. Wir können mal gucken, ob es passiert, wenn wir hier eine außergewöhnliche Streitaxt herstellen. Seht ihr, da passiert denn gar nichts. Ihr könnt euch auch Silber herstellen. Ja, und dann könnt ihr dann zum Beispiel für irgendwelche anderen Waffen Silber herstellen. Ach Quatsch, Silber machen. Silber reinpacken. Mensch. Und jetzt packen wir das alles, was wir haben, packen wir da rein mit R2. Haben wir das alles hergestellt. Die packen wir jetzt einfach oben mit drin. Nicht genug Platz. So. Und jetzt sind die Sachen alle drinne. Ihr könnt die auch plündern, wieder rausnehmen. Aber wir wollen ja was herstellen. Und das war der Streitkolben, den wir herstellen wollten. Den hier. Und der seht da unten. Wird hergestellt. Und wir haben die Trophäe. Obwohl sie hier nicht angezeigt werden. Normalerweise sind die farbig. So. Ich muss noch mal schnell noch in die Liste gucken, ob wir alles abgearbeitet haben. Klettern, trinken, essen, Bett, sich was anziehen haben wir auch gemacht. Ein NPC töten haben wir gemacht. Ein Werkzeug herstellen haben wir noch nicht gemacht. Dafür gehen wir einfach... Achso. Da muss ich jetzt hier noch mal alles plündern. Also dafür brauchen wir nämlich jetzt... zeige ich euch mal hier. 5-mal Stein haben wir und 5-mal Holz haben wir auch. Habe ich ja vorhin reingepackt. Und dann geht ihr einfach auf Streitaxt und macht, ach Quatsch, eine Steinaxt und macht da einfach so eine Steinaxt fertig. Bumm. Und dann gibt es die nächste Trophäe. So. Spuren von intelligentem Leben finden haben wir auch gemacht. Treten, ausweichen, anziehen. Wird gerade wieder so komisch. Einfach essen, trinken. Haben wir auch gemacht. Schwert. Axt herstellen. Ja. Dann müssten wir die Trophäe haben. Jetzt geht es erstmal um die Bosse. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier ein Stück voran. So. Und dann muss ich mir das mal hier aufrufen. Ich habe mir das nämlich markiert. Also ich habe die Namen der Bosse, habe ich euch auch in die Liste geschrieben. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn nur ein Name da steht mit nichts in Klammern, dann ist da halt nur ein Boss drin. Dafür gehen wir wieder ins Admin-Menü. Administrator-Menü. So, und dann gehen wir hier auf NPC wieder.
Und da geben wir jetzt als erstes Frost ein. F R O S T. So. Klicken hier unten an. Und da brauchen wir den Giant Boss. Da unten. Frost Giant Boss. Den stellen wir einmal her. Wir können uns jetzt noch einen herstellen, aber macht halt nicht zu viele, weil sonst gibt es Probleme. Wir machen jetzt noch den King. King. Und beim King brauchen wir den King. Ach, der steht hier oben gleich als erstes. Und dann gehen wir hier runter auf alle NPCs töten. Punkt. Gibt jetzt 2 Trophäen. Und die 2. Trophäe. Weil das Problem ist, wenn ihr da zu viele mit einmal herstellt, ihr könnt auch 3, 4 versuchen, aber mehr als 4 würde ich nicht nehmen. Weil wenn die sich dann untereinander killen, dann zählt das nicht für euch als Kill für die Trophäe. Ja? Deswegen am besten immer 2. Dann brauchen wir jetzt... Nee, Quatsch. Seva... Da ist nur einer. Na, stellen her. Der ist jetzt da. Und dann brauchen wir noch den Kroko. Da reicht. Also ihr müsst auch nicht die kompletten Namen eingeben. So wie ich hier mache, geht das auch. Kro. Wo ist das? Kro. So, und da müssen wir den Giant Tomb. Da haben wir noch. Den stellen wir einmal her. Gehen wir raus. Alle NPCs töten. Schon sind sie tot. So, sind wieder 2 Trophäen. So, 3 sind es jetzt noch und dann haben wir es. Jetzt brauchen wir noch Kins. K-I-N-S. Kins. Da ist auch nur einer da. Na? Den will er gerade nicht herstellen. Bestimmt, weil hier die Toten liegen. So, Kins, einmal hergestellt. Also der sollte jetzt eigentlich hier sein. Ist da nicht. So. Kins. Ah, da haben wir ihn. Ja, gut, jetzt haben wir ihn 2-mal hergestellt. Machen wir den gleich mal weg. NPC töten. Und dann Spider brauchen wir noch. Ach. Ich verliere es jedes Mal, die wegzunehmen. Und da brauchen wir den Boss Spider Giant. Den hier. Da unten den. Aber wir können ja mal Beete herstellen. Und dann gehen wir auf Töten. Na. Dick aus Versehen rausgegangen. Aber das macht nichts. Selbst wenn ihr dann ins Administrator-Menü wieder reingeht, könnt ihr trotzdem sagen, alle töten. Und die sind tot. So. Und dann brauchen wir noch den untoten Drachen. Undead. Da haben wir da untoter Drache. Na, ich bin wieder raus, Jan. Tot und dann haben wir das schon mal erledigt. So, gehe zu 5. So, dann haben wir das alles erledigt. Dann macht ihr das Touchpad auf.
Einmal L2 für die Karte. Weil wir jetzt Admin sind, können wir in der Welt rumreisen. Und da reisen wir jetzt einmal hier hin. Ihr könnt auch ran. Ach Mensch. So, hier oben. Ihr könnt auch ranzoomen. Das sind zwei Punkte mit in der Mitte da was. Und da reisen wir jetzt einmal hin. Da holen wir uns jetzt zwei mit Trophäen mit einmal. Einmal, wenn wir da runterspringen. 3 Sekunden in der Luft, ohne zu sterben. Und erreiche irgendwie das Land da irgendwie. Keine Ahnung. So. Hier seht ihr das. Da ist die Brücke. Und da springen wir hier einfach mal runter. So, jetzt müssen wir kurz warten. Das ist einmal. Das hatte ich mit Blue auch gestern das Problem, dass die nicht beide mit einem Mal zu holen sind. Das kann auch sein, weil ich in die falsche Richtung gesprungen bin. Jetzt gucken wir uns das einfach nochmal an auf der Landkarte. Ich bin falsch rum. Ich muss nach da. Da ist es. So. Dann müssen wir nach F12. 12 und F hier. Und hier geht ihr am besten hier so in etwa hin. Da. Und da müssen wir jetzt einfach nur den Vulkan hochlaufen. Und dann gibt es halt die nächste Trophäe. So, dann die nächste Trophäe. Dafür müssen wir jetzt hier hinten hin. 15 ist hier. Da teleportieren wir uns jetzt einfach mal hin. Ah, das war gleich beim Berg, das ist gut. Ach, da sparen wir uns ordentlich Weg, ne? Das ist gut. Da haben wir sie endlich. Zack. Na. %90. Das Einzige, was jetzt zählt, noch Platin. Komischerweise ultra selten. Aber naja. Und hier, das ist auch ultra selten. Das ist dann die Trophäe, die ja im Online-Modus beziehungsweise im Koop-Modus holen müsst. Ich werde hinten gleich jetzt noch was ranschneiden, wie ich die Trophäe gestern mit Blue geholt habe. Aus dem ersten Video. Ich will euch dazu nur hier nochmal sicherheitshalber was sagen. Ihr müsst nicht auf Online-Spielen gehen und euch irgendeinen Server auswählen oder so. Ihr geht einfach auf Einzelspieler-Koop. Dann könnt ihr auf Weitergehen oder Neues Spiel. Das ist komplett euch überlassen. Ihr könnt halt auch weitermachen. Und hier müsst ihr dann X drücken für Koop-Modus. Dass der andere da ist.
Also dass ihr halt jemand einladen könnt. Und dann im Spiel könnt ihr euch dann einen Freund aussuchen, den ihr dann einladen wollt. Also könnt ihr sagen, Freund einladen, müsst ihr einfach so wie ins Admin-Menü, ja, Start, Optionstaste drücken und dann könnt ihr da ihn einladen. So, wie gesagt, ich hänge das jetzt hier gleich noch ran. Ich sag jetzt schon mal hier tschüss, bis, also verabschiede mich jetzt halt hier schon mal. Ahoi, sagt euer Odin. Achso, und wenn es euch gefallen hat, da Däumchen wären Träumchen. Nicht vergessen, jetzt kommt gleich noch die andere Trophäe. So, genau. Und jetzt gehen wir einfach ganz normal wieder ins Admin-Menü. Gehen hier drüben und geben Fundament ein, weil das schön schwer ist. Gebäude. Und dann gehen wir hier auf Fundament. Halten jetzt die L2-Taste gedrückt und drücken X, weil dann macht er immer die maximale Anzahl. Und Blue ist tot. Und da ist die goldene Trophäe. Und da ist die Platin-Trophäe.